Hallo meine lieben Freunde der Sonne, es ist ein neuer Titandrache rausgekommen und ja, den wollte ich euch nun zeigen. Diese Logik ist doch wunderbar. Nee. Ja, ich habe noch einen neuen Drachen bekommen, oder nicht bekommen, aber ich habe ihn ausgebrütet. Den zeige ich euch nochmal und ich habe ein paar Tagschattenbilder bearbeitet, weil viele von euch das hier wollten und dann habe ich dadurch drei Bilder gemacht, die ich euch dann auch in dem Video noch zeigen werde. Also es ist eine Sonnenwurm-Dingsebums da. In der Tat. Sonnenbrand heißt sie, ist das eine sie, glaube ich. Ich habe irgendwie, keine Ahnung warum, in meiner Tasche geschaut und plötzlich ein Feuerwurmkönigin-Ei gehabt und ich dachte mir, bevor das wieder weggeht, brüte ich das mal aus, ne? Man weiß ja nie. In der Tat. Ist aber erst Stufe 6, soweit ich weiß. Ja, genau. So sieht sie aus. Hat eine blaue Zunge. Ja, interessant, ne? Nee. Okay, dann kommen wir jetzt zum Titan. Das ist ja ein Säbelzahnknirscher heißen die, glaube ich. Und find den Drachen gerade nicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Da. Hier. Wellenknirscher habe ich ihn genannt. Macht ohne Zahnlaute. Ich habe lange überlegt, wie ich den färben sollte, weil ich nicht wusste, ob das, was hier wie grün aussieht, aber eigentlich Aqua ist, aber naja. Ob ich das nun rot oder ob ich das nun Aqua machen sollte. Ich habe mich dann hier für Aqua entschieden, wie man nun unschwer erkennen kann, aber der Schuss, der ist mega gut geworden. Ich finde die Animation von dem, wie die schießen, finde ich auch richtig geil. Er hat auf jeden Fall mehr von diesen, ich weiß nicht, was das sein soll. Knochen sind das nicht, Rüstung, irgendwie Rüstungsschuppen, ich weiß es nicht so genau. Wir gehen mal kurz ins Ausbildungszentrum, weil das Licht da wieder super ist. Die Eisschollen haben die übrigens verbessert. Du hast es schon gesehen, die Eisschollen sind besser geworden. Die sehen richtig schön aus. Also das könnte eigentlich, das sieht aus wie ein bisschen Knochen, aber das ist ja kein Knochen. Das ist ja wie das hier, so Hornrüstung irgendwie. Ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall hat er davon mehr am Körper und die Füße. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das irgendwie ein Bug ist, dass die so komisch sind, aber sieht ein bisschen komisch aus. Naja, das Gesicht, das erinnert mich irgendwie, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie an eine alte Dame. Ich weiß auch nicht, dass er, ich weiß, ja, ja. Genau, dann hat er am Schweif, glaube ich, noch ein paar mehr von diesen Dingern da bekommen. Und er hat hier solche, ja, was ohne Zahn auch hat. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Oder hat der Normale das auch? Das weiß ich nur nicht. Der hat der das? Und der hat das nicht. Okay, dann ist das auch neu dazugekommen. Ein bisschen größer ist er, glaube ich, auch geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Farben sind ja wie immer meine Titanfarben. Rot, dunkelblau, Aqua. Ich finde gut, dass das Rot hier noch zwischen den ganzen Schuppen noch so ist. Das muss ja mega viel Arbeit sein, ne? Dass es dann einzeln so da durchgeht. Das ist was, so die Schuss. Der schießt immer genau auf den Boden. Wir müssen mal hier hingehen, wo Wasser ist. Aus Wasser ist auch schön. Da schießen jetzt Zähne oder ich weiß nicht, ob das Felsbrocken sein sollen, aber ich glaube, das sollen ja Zähne sein, zurück. Bei dem einen, beim normalen ist das ja nicht so der Fall. Ich finde, den haben die ganz gut gemacht. Bis auf das Gesicht mich für an. Und die Hinterbeine, die hängen so runter. Oh. Ich finde irgendwie immer irgendwas zu meckern. In der Tat. Na gut, mal gucken, wie viel Schaden der macht. Die fliegen ganz komisch irgendwie. Findet ihr das nicht auch? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das ist ein bisschen komisch. Das war aber noch die beste Logik ever.
14. Dann macht er eine normale wahrscheinlich 13. Gut, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal vom Tagschatten die Bilder. Weil, ja genau, viele von euch in den Kommentaren geschrieben haben, dass ich mal dieses Blau auch beim Tagschatten machen soll. Und da viele, glaube ich, das mit dem Alpha gemeint haben, habe ich das nun gemacht. Es war ein bisschen schwierig, den anzumalen, weil ich den halt nicht so gut kenne noch vom Körperbau. Der ist zwar so ähnlich wie ohne Zahn, aber der hat ja nicht diese Rückenstacheln, sage ich jetzt mal. Er hat ja so eine Flosse auf dem Rücken. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wie er so gebaut ist. Weil ohne Zahn kennt man ja inzwischen in- und auswendig. Da weiß man ja, das gehört noch dazu, auch wenn es nicht so aussieht, aber das gehört noch von diesen Stacheln dazu. Und bei diesem Tagschatten, da wusste ich einfach nicht so genau, ist das jetzt nur vom Rücken das oder ist das jetzt vom Flügel oder irgendwas? Deswegen, ja. Ich habe mich auch bemüht, es irgendwie etwas, ja, noch ein bisschen anders zu machen, weil Unnützern hat am Kopf hier noch diese kleinen Mini-Stacheln und der Tagschatten hat ja auf dem Kopf nichts. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich die Ohren einfach noch mit, weil das wäre ja sonst irgendwie schon langweilig, nur am Rücken das. Und dann habe ich die Ohren einfach dann dazu getan. Dann würde ich sagen, zeige ich die euch jetzt. Ich hoffe, die sind einigermaßen gelungen. Genau, ich wollte nochmal sagen, weil ganz viele mich ganz Zeit fragen, ob das nächste Drachenartentreffen ein Drache sein kann, den sie haben. Also Sandgeister kommen ja nicht, habe ich ja schon mal gesagt, dass jetzt am Anfang keine Sandgeister kommen, weil ich die ja so oft habe und dann soll das ja irgendwann, wenn sie dran kommen, dann seid ihr so happy, dass das eine richtige Special für euch ist, für die, die einen Sandgeist haben. Und die ganze Zeit das andere fragen, ob nun eigentlich mal eine Drachenart kommen kann, die sie haben, würde ich euch mal sagen, denkt mal nach, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit nur die Drachenart nehme, die ihr habt, dann seid ihr ganz schnell durch und dann, das sind ziemlich viele Drachenarten, meine lieben Freunde. Das dauert bestimmt ein paar Monate, bis ich da alle durch habe. Und da ich ja noch nie, das war ein gutes Deutsch, da ich nun auch nicht jede Woche ein Treffen mache, dauert es sogar, also doch noch länger als ein paar Monate. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es könnte vielleicht schon ein Jahr dauern. Und wenn ihr nicht jetzt am Anfang all eure Drachenarten durchnehmt, dann habt ihr quasi für ein ganzes Jahr lang nichts zum Freuen, keine Spannung, ob ihr dieses Mal kommen könnt, dann bringt euch das ja gar nichts mehr und das ist dann ja auch beschissen. Also ich lasse mich da auch nicht beeinflussen, vor allem weiß ich gar nicht aus dem Kopf, welchen Drachen ihr alle habt. Ja. Nein, also ich nehme einfach die Drachenart, wo ich denke, ja, I don't know, die ist eigentlich ganz cool oder ich habe in der Zeit Lust auf die Drachenart, dann nehme ich einfach die. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt eure ganzen Wunschdrachen dran nehme, dann habt ihr für einen langen Zeitraum, könnt ihr da nicht kommen. Bis auf zu Abonnenten-Special, aber das ist ja nun auch nicht jeden Tag so ein Special und bis da ein Abonnenten-Special kommt, das dauert auch noch. Bei mir zumindest. Meines kommt erst bei 2000. Ich weiß nicht, wie es bei Hanna oder bei anderen ist, aber ja, dann müsst ihr einfach Geduld haben und ja, das wollte ich nur mal erwähnen, dass ihr das mal so seht, weil dann würde ich sagen, war es das nun auch. Ich werde mich wieder an die Sandzahn-Szenen setzen, weil ihr die ja so abfeiert. Tschüss! Oh, nee, Sansan, richtig schießen. Merci. Leute, ich wollte nur kurz sagen, dass ich jetzt meiner Oma was erzähle. Sie ist gerade im Urlaub für 3 Monate und hat ihr iPad mit und schaut sich das dann an. Also, glaube ich zumindest. Und ich werde jetzt nichts mehr über die Drachen oder irgendwas anderes sagen.
Also könnt ihr jetzt abschalten, es sei denn, euch interessiert es, was ich jetzt meiner Oma labere. Das wird jetzt auch nichts groß Privates sein, weil es ist ja immer noch im Internet, ne? Und so dumm bin ich nun auch nicht. Könnt jetzt abschalten. So. Oma, du wäre gut, wenn du dranbleiben würdest, oder sonst käme ich mir doof vor. So, ich war bei Jonas Abschlussfeier und Herr Amthor war mal wieder da. Herr Schüring hat mich wieder angequatscht. Ich war nicht begeistert davon. In der Tat. Und ich habe nicht gedacht, dass du einen Kommentar schreibst. Ich habe zuerst gedacht, okay. Also da habe ich dachte, du schreibst eine E-Mail. Und ich weiß nicht, ob du meine Antworten gesehen hast bei den Kommentaren. Aber doch, deine Kommentare sind angekommen. Auch dein zweiter Kommentar ist angekommen. Du hast, glaube ich, 4 Kommentare insgesamt geschrieben. Zuerst hast du irgendwas geschrieben. Darauf habe ich ja geantwortet. Das hast du dann auch gesehen. Da meintest du dann, dass du die Kommentare gesucht hast und auch nicht sofort gefunden hast und dass Opa irgendwie Kopf geschüttelt hat, irgendwie sowas war das. Das hast du, glaube ich, zweimal geschrieben, weil du gedacht hast, dass der Kommentar nicht angekommen ist. Und dein anderer Kommentar hieß oder lautete: Ist mein zweiter Kommentar angekommen? Ich glaube nicht. Grüß zu Oma. So, darauf habe ich auch nochmal geantwortet. Ich habe überall geantwortet, auch wenn der eine das doppelt den doppelten Inhalt hatte. Ich habe dich dann auch gefragt, was du meintest mit Kopfschütteln. Konnte Opa mit den Bildern nichts anfangen? Oder? Ja, das war meine Frage. Wenn es dir mit den Kommentaren zu kompliziert ist, du kannst auch ruhig eine E-Mail schreiben. Du kannst auch in die Kommentare schreiben. Aber wenn der E-Mail lieber ist und du dich da wohler fühlst, kannst du auch ruhig eine E-Mail schreiben. Kannst auch beides schreiben, mir ist es egal. Nicht, dass du denkst, du musst jetzt in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das war's. Heute kommt Käthe. Also Samstag. Ich weiß nicht, wann das Video oben sein wird. Bin mal gespannt, wie Emmy sich da was macht. Vielleicht wird Emmy dadurch wieder lebendiger. Ich habe nur Montag und Dienstag halt noch frei, aber ich habe mir da Urlaub genommen. Montag gehe ich wieder zu Jonas in die Schule, zur Pause und besuche ihn da. Holla, die Waldfee. Mir fällt bestimmt irgendwas ein, sobald ich das Video schneide. Also. In der Tat. Tschüss.